was gedacht. Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Emma, ich bin 17 Jahre alt und ich bin gerade hier in Green Bay in Wisconsin für meinen Schüleraustausch mit Kulturwerke Deutschland. In diesem Video werde ich euch mitnehmen durch mein Wochenende, euch zeigen, wie mein Tag aussieht, mein Alltag am Wochenende. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ja, los geht's! Ich habe jetzt gerade erstmal gefrühstückt und werde jetzt rausgehen und eine Runde joggen gehen. Das mache ich immer ganz gerne am Wochenende, vor allem, weil wir halt hier an einem Fluss wohnen und das immer richtig, richtig schön ist. Vor allem bei gutem Wetter da entlang zu joggen und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Nachdem ich eben draußen joggen war, bin ich jetzt erstmal duschen gegangen. Das ist meistens sowieso das erste, was ich am Wochenende mache morgens. Und ja, ich werde mich jetzt heute fertig machen, weil wir heute auf den Geburtstag gehen werden von der Familie von meiner Gastfamilie. Das ist der erste Geburtstag von deren Cousin. Da werden wir 2 Stunden hinfahren. Der Geburtstag ist in Marshfield. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Hallo, was geht ab? Guten Tag. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir haben eine 2-Stunden-Fahrt vor uns. Wir sind schon im Auto und warten noch auf die Mutter, die ist gerade bei, ich weiß nicht, ob man das sieht, bei Walmart. Ja, sieht man nicht richtig, aber die besorgt noch auf jeden Fall ein Geschenk. Und dann müssen wir 2 Stunden fahren, das wird eine lange Fahrt, aber ja. Ich werde euch auf jeden Fall mit auf den Geburtstag nehmen und euch ein paar Eindrücke zeigen und wir sehen uns später. Wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen und es ist jetzt schon ein bisschen später. Und wir werden heute nicht mehr viel machen. Wir werden noch ein bisschen Filme zusammen gucken und einfach ein bisschen entspannen. Und ja, dann geht's auch schon ins Bett und wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. What are you doing? Wundervollen Sonntagmorgen. Ich bin gerade aufgewacht. Ich bin auch noch im Bett. Und ich werde jetzt runtergehen und frühstücken. Und dann gehen wir heute in die Kirche. Also wir gehen jeden Sonntag eigentlich in die Kirche. Beziehungsweise jeden zweiten Sonntag, weil mein Gastvater und meine Gastmutter oft auch sonntags arbeiten müssen. Ich werde euch mitnehmen in die Kirche und euch ein bisschen zeigen, wie das so aussieht hier. Weil für mich ist es auf jeden Fall anders als in Deutschland. Und ja. Well, good morning, Emma. Good morning. Did you sleep well? Yes. Great.
sind jetzt gerade aus der Kirche zurückgekommen und wir haben heute nicht mehr so viel vor. Es ist draußen noch ziemlich kalt, weshalb man draußen leider nicht so viel machen kann. Meine Gastfamilie bleibt dann auch lieber zu Hause, weil es ist zwar Sonnenschein draußen, aber es ist wirklich ziemlich kalt. Wir sind noch in den Minusgraden. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch das Bad putzen. Das ist meine Aufgabe in der Woche. Jeder Teenager hier im Haus hat halt für die Woche so eine Aufgabe, die er erledigen muss. Und meine Aufgabe ist halt, am Wochenende das Bad einmal zu putzen. Dann werden wir mal sehen, was wir noch so machen. Vielleicht werde ich noch was mit meiner Gastmutter backen oder vielleicht kochen wir was zusammen. Aber dazu später mehr. Wir haben uns jetzt entschieden, jetzt noch einen Kuchen zu backen. Wir machen einen Apfelkuchen. Und ich habe Hilfe von meiner kleinen Gastschwester. Und ja. Do I mix this together? Because it doesn't say what to do. Yes. Unser Apple Pie ist jetzt fertig. Wir haben ihn gerade aus dem Ofen geholt, werden ihn gleich noch probieren. Und das war's auch schon für heute. Evie, from 1 to 10, how much points? 10. That's good. Das war's tatsächlich auch schon mit dem Video. Ich werde jetzt noch Zähne putzen. Brush your teeth in the morning and night. Brush, 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 brush your teeth in the morning and night. Mich werde fertig machen und dann ist mein Sonntag auch schon vorbei. Und ja, damit auch der Vlog. Und ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Ihr konntet einen guten Einblick in mein typisches Wochenende kriegen. Und ja, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss!